gestorben. 50 weitere wurden verletzt. Während der Gottesdienste Granaten und Schüsse erhielten die Personen ein Siegel für Verstöße gegen den öffentlichen Orden. Zyperns hat auch Auswirkungen auf die Beziehungen der EU zum Beitrittskandidaten Türkei. Sie hält seit 1974 den Nordteil der Mittelmeerinsel besetzt und will die Kontakte zur EU bis Ende des Jahres ruhen lassen. Berlin. Die Diskussion um mögliche Rabatte für das hochverschuldete Griechenland hält an. Das deutsche Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, Asmussen, trat Spekulationen entgegen, Athen könne einen Vertragsnachlass bekommen. Asmussen sagte der ARD, wenn Griechenland im Euroraum bleiben wolle, müsse es die vereinbarten Programmziele hundertprozentig umsetzen. Es Основной состав «Зенита» провел тренировку на сборе в Португалии. Сборная России по пляжному футболу разгромила Латвию, Украину и Польшу. Хорошо проиграла заметил Мишель Платини. Наша команда. Основной состав «Зенита» продолжает подготовку к сезону. Наша команда тренируется в португальском Лагуше. Сегодня подготовка в Лучино Спалетти провели утренний день. Подробности рассказал специальный корреспондент «Зенит» Сергей Циммерман. Занятие длилось порядка 2.5 часов. Очень насыщенным и разнообразным. Началось все, как обычно, с разминки, стретчинга. Затем команду разделили на две группы. Добрая часть занятия была посвящена тактике. Отдельно занимались полузащитники и нападающие, ну и отдельно защитники. Отрабатывали различные варианты, меняли направление главного удара. В общем, очень интенсивно эта часть занятия проходила. Закончилось занятие двусторонней игрой на различных размерах. Много мячей было забито и тоже очень азартно. Добавлю, что Лучино Спалетти провел сегодняшнюю вечернюю тренировку. Команда будет смотреть чемпионат Европы по футболу. Чемпионат Европы по футболу 2012. Мишель Платини подвел предварительные итоги чемпионата Европы. Платини отметил, что Украина и Польша хорошо. Lena Günther, Annette Ziebes, Tatjana Pinto und Verena Seiler kamen in 42,51 Sekunden ins Ziel. Für die deutschen Stabhochspringer gab es hinter Frankreich mit Silber für Björn Otto und Bronze für Raphael Holzdeppe einen Doppelerfolg. Im Finale der Fußball-Europameisterschaft trifft Spanien heute Abend in Kiew auf Italien. Gewinnt die spanische Mannschaft, wäre das der dritte große Titel in Serie nach der EM 2008 und der WM 2010. Italien könnte nach 1968 zum zweiten Mal Europameister werden. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt und zur Ostsee abziehende Schauer, von Westen her im Verlauf teils aufklarend und trocken bei 9 bis 14 Grad. Morgen anfangs oft sonnig, von Süden her allmählich wolkiger, Richtung Harz sowie in Vorpommern später Schauer bei 17 bis 22 Grad. Am Dienstag wechselnd nach Osten hin stark bewölkt, dort etwas Regen bei 17 bis 24 Grad. Am Mittwoch längere sonnige Abschnitte, nur nach Südosten wolkiger und vereinzelt Schauer bei 18 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Kultur. Gedanken zur Zeit. War noch keine 4 Stunden alt, als er einen Höhepunkt erlebte, der, ich sage das ganz ohne Pathos, keinen Vergleich kennt. Ein unvergleichlicher Augenblick in der Geschichte der Menschheit, an den sich auch Hermann... Ja.
Okay, je t'installe et rendez-vous. Sie muss kein Horrorszenario sein. Der kürzeste Plot, man tauscht den Benzin- oder Dieselmotor einfach durch einen Elektro- oder Hybridantrieb aus und fährt weiter wie bisher. Aber man kann mehr draus machen. Das Ende der Ölproduktion kann erstens die Rentenregime am Golf und in Russland ablösen, die nicht zufällig von Autokraten und Oligarchen gelenkt werden. Zweitens erleichtert es die Befürworter der Olympischen Spiele in London, die glauben, Begeisterung der Londoner geradezu beflügeln. Stimmen von der Straße, getragen von Ekstase. Do Poznania między 3 a 7 lipca. To ponownie pan dyrektor Michał Merczyński, dyrektor Malta Festival Poznań. Cieszę się, bo jak nie można się to spotkać, to pomoże to spotkać, ale jak już doszło do tego spotkania, to teraz już nie będziemy się rozstawali, panie dyrektorze. Nie, mamy dalsze plany. Niech pan dyrektor pamięta, bo w zeszłym roku w tym swoim miejscu byliśmy, otwierając na roku prezydencyjny.